Hallo und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute geht es darum, ihr wisst ja, dass demnächst irgendwann hoffentlich endlich mal der Shop kommen wird und es da ja auch verschiedene Dioramen geben wird, die eben kleine Szenen aus der Brick World zeigen. Und da möchte ich euch heute zusammen mit euch mal das eine Diorama bauen, denn alle Steine dafür sind da. Und zwar geht es um das Diorama mit der Stadtmauer. Dafür gibt es eine Figur. Lustigerweise, ich weiß nicht, was sich der Händler gedacht hat, wahrscheinlich als ich ganz viele von diesen Figuren gekauft habe. Da wird sich vielleicht was Komisches gedacht haben. Ansonsten habe ich hier noch einmal eine Testfliese mit dem Brickworld-Logo, die brauchen wir natürlich auch. Und ansonsten würde ich sagen, ich fange jetzt mal hier an zu bauen. Wir machen das Ganze als Speedbuild. Ich werde das Speedbuild aber dann nachträglich nochmal kommentieren. Also ich werde drüber sprechen, dann im Videoschnitt. Und dann schauen wir uns mal an, wie dieses erste Diorama aus der Brickworld aussehen wird. Wie viele Steine, wie die Bautechniken aussehen und wie das Ganze mal in real aussieht. Weil es gab bisher immer nur digitale Renderings davon. Und da beginnt der Bau nach der Anleitung, die ich ja generiert habe mit Studio oder Stat.io, wie man es nennen möchte. Allerdings habe ich gleich am Anfang gemerkt, dass ich wohl bei den letzten Veränderungen ein bisschen den Bauplan durcheinander gebracht habe, denn eigentlich sind da ein paar Schritte fehlend, die in Anleitung, die eigentlich weiter hinten jetzt plötzlich sind. Ich glaube, da sind irgendwie die Anleitungsschritte falsch zusammengewürfelt worden. Jedenfalls ist hier erstmal das Kopfstempflaster dran. Das ist ja so ein typisches Kopfstempflaster, wie man es auch in der Brickworld zu sehen bekommt. Dann hinten die Stückchen Stadtmauer wird hochgebaut und ja, da kommen dann verschiedene Teile drauf, verschiedene Farben, verschiedene Elemente, einfach um diese typische Struktur, mit der auch die Stadtmauern gebaut sind, darzustellen. Und am Ende kommt noch die Lampe hin und die Figur. So, und das ist das allererste Mal, dass ich tatsächlich dieses Diorama wirklich auch aus Legosteinen gebaut habe. Ich habe tatsächlich dabei noch ein, zwei Optimierungen entdeckt, die findet man natürlich nicht so schnell, wenn man es digital baut. Das sind Sachen, die Stabilität begünstigen, die Optik ein bisschen, wo man auch irgendwelche Steine ein bisschen anders platzieren kann. Aber das ist dann sozusagen das erste Diorama aus der Brickworld hier mit der kleinen Lampe. Und zwar wird es wahrscheinlich auch die Möglichkeit geben, diese Lampe noch beleuchten zu können. Das heißt, zusammen mit meinem Partner Illuminate Your Bricks, wie immer findet ihr den Link dazu unten in der Videobeschreibung oder oben rechts, kann ich dann hier eine Beleuchtung einbauen. Das machen wir wahrscheinlich auch gleich nochmal schnell. Und dann schauen wir mal an, wie das Ganze beleuchtet aussieht. Und das Ganze läuft dann so, dass die Beleuchtung mit optional sein. Ihr bekommt drei Komponenten. Und zwar diesen USB-Stecker mit einem Verbindungskabel für eben das System von Illuminate Your Bricks. Eine 2x2-Connector. Das ist eigentlich nur ein Verlängerungskabel oder Verbindungsstück. Und ein Bitlight in weiß, 15 mm, das heißt, es wird relativ einfach sein. Ihr nehmt einfach diese Lampe ab. Das Ganze wird es dann nochmal etwas genauer in einem, kann man sagen, Tutorial-Video zu sehen geben. Ich muss mal kurz den Stein hier rauskriegen. Moment. Der Lampenstein ist nämlich ziemlich fest hier drin, muss ich sagen. Schauen wir mal, wie wir den hier am besten mal kurz rauskriegen, mit welchen Hilfsmitteln. So, da ist er. Und dann läuft es dann so. Ihr habt hier diesen Leuchtstein, also den durchsichtigen Stein. Dann nehmt ihr das Ende vom Kabel, zieht das von unten durch, ganz nach oben, knickt diese kleine LED so 90 Grad ein und zieht weiter. Und das führt dann dazu, dass die LED oben drin stecken bleibt. Dann zieht ihr das Kabel hier durch die Lampenhalterung. Moment, natürlich von unten durch. Und wenn ihr das Ganze auf Spannung haltet, könnt ihr dann einfach den Stein hier wieder dran machen. Das Licht ist weiterhin da drin. Dann ist hier die Lampenhalterung. Da machen wir mal kurz wieder dran. So, dann machen wir das Ganze so. Ihr macht hier oben das Ganze ab. Macht eure Lampe hier wieder dran. Führt das Kabel hier oben zwischen zwei Noppen durch. Und die Kabel halten das aus.
Ihr könnt dann das einfach wieder hier so drauf bauen. Dann seht ihr, hier geht das Kabel ein bisschen hoch. Kann man auch noch ein bisschen anders verstecken. Man kann es da unten durchführen. Schauen wir mal, wie es am besten ist. Dann geht das Kabel hier hinten raus. Da kommt dann der Zweier-Konnektor dran. Man muss nur darauf achten, dass man es richtig rum einsteckt. Dazu aber dann auch noch mehr in der richtigen Anleitung. Dann das USB-Kabel. Das USB-Stecker ebenfalls hier auf der anderen Seite dran. So, soll ganz leicht gehen. Dann habt ihr hier ein USB-Steckerchen. Ich habe jetzt hier noch ein, seht ihr es? Ja, hier kommt ein USB-Kabel an. Könnt ihr später auch eine Powerbank oder sonst irgendwas dran machen. Und dann stecken wir das Ganze wieder ein. Typisch USB-Stecker erstmal falsch rum drin. So, und dann könnt ihr sehen, es leuchtet. Ich mache mal hier die Lampe aus. Und es sieht doch eigentlich ganz nett aus. Und das wäre dann sozusagen das erste Diorama aus der Brickworld zur Unterstützung der Brickworld natürlich. Das heißt, das Ganze bekommt ihr dann nach Hause geschickt in der schicken Verpackung. Die werde ich nämlich auch vorstellen, sobald sie hier ankommen. Die sind ja schon im Druck. Kommt noch eine Dankeskarte. Das wäre dann, ich hole sie kurz. Das sind die kleinen Dankeskarten. Da habt ihr nochmal das Logo von der Brickworld drauf. Und auf der Rückseite steht dann vielen Dank für deinen Einkauf und deine Unterstützung. Und das schreibe ich dann immer persönlich noch. Und dann bekommt ihr die dazu, zusammen mit der Verpackung. Und wenn ihr wollt, gibt es eben auch die Beleuchtung optional. Ja, und das Ganze ist sozusagen, um die Brickworld zu unterstützen. Das heißt, der Preis wird natürlich etwas höher liegen als nur der Wert der Steine etc. Einfach erstens, um eben auch den Aufwand dahinter zu entlohnen, aber eben auch, es soll ja auch so sein, dass man eben, wie gesagt, die Brickworld damit unterstützt und ein kleines Stückchen dafür bekommt, ein kleines Stück aus der Welt der Brickworld, weil es ist ja, wie gesagt, eine kleine Szene und es wird mehrere Szenen geben. Ich habe ja auch schon noch die Szene vorgestellt aus der U-Bahn, die kann man dann so nebeneinander klicken, deshalb hier auch die kleinen Konnektoren und so kann man dann nach und nach kleine Stücke aus der Brickworld haben und ich finde, es eigentlich auch sehr schön aussieht mit der Beleuchtung, mit der kleinen Figur. Wie gesagt, Kärtchen gibt es noch dazu mit Unterschrift. Und ja, das war dann jetzt der erste Bau des ersten wirklich realen Dioramas. Ich hoffe, es euch gefällt euch. Wie gesagt, ich habe noch ein paar Optimierungen entdeckt beim Realbau. Ist natürlich immer gut, das nochmal real zu bauen, bevor man es dann sozusagen in den Verkauf gibt. Und ja, dann würde ich sagen, das war's dann für heute aus der Brickworld von meinem Kanal. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr hierzu denkt und wie immer alles andere auch. Ich denke, dass wir morgen vermutlich ein richtiges Update-Video wieder haben werden. Zudem ist noch ein Update-Video aus der Baustelle in Arbeit, denn dort ist es tatsächlich ganz gut vorangegangen. Und dann sage ich nur noch, bleibt gesund, viel Spaß beim Selberbauen natürlich und dann bis zum nächsten Mal hier auf meinem Kanal aus der Brickworld und tschüss!